Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team und wir haben in der letzten Folge ein Spiel gewonnen mit 2:1 durch ein Eigentor von Silva und in der heutigen Folge, ja, gehen wir mal das Thema Klassenerhalt an. Wir brauchen jetzt aus 3 Spielen noch einen Punkt. So, das heißt, wir müssen einmal unentschieden mindestens noch spielen, um die Klasse halten zu können, aber... Und das ist das Interessante daran, wenn wir jetzt diesen einen Punkt holen, sondern wir spielen jetzt unentschieden und gewinnen die nächsten beiden Spiele, dann können wir sogar noch aufsteigen. Ideal wäre natürlich, wenn wir alle Spiele gewinnen, ja, dann haben wir nämlich den Aufstieg sicher, aber davon möchte ich jetzt im Moment erstmal nicht reden. Ja, ihr wisst ja, wie das so ist bei mir, ne? Das klappt jetzt nicht immer. Aber gut, vielleicht, weiß ja nicht, vielleicht können wir das ja schaffen. Gemeinsam. Okay, ich würde sagen... Wir starten einfach mal durch. Mit unserem deutschen Team versuchen wir hier den Klassenerhalt. Also der Klassenerhalt ist auf jeden Fall Minimum. Wenn wir jetzt aus diesen letzten 3 Spielen nicht einen Punkt mehr holen, dann habe ich es ja gesagt, dann ist vorbei. Dann ist echt vorbei, da habe ich keinen Bock mehr. Da kriege ich einen Anfall, einen Tobsuchtanfall. So, das ist das Gegnerteam mit Aguero, mit Hazard, mit Di Maria, mit Touré. Mit Ramirez, Koscielny, Kompany, Walker, Luis und im Tor Hugo Lloris. Und jetzt geht's los. Im Wembley Stadium. Muffin Stuffers, okay. Hat aber bestimmt nichts mit den Muffins vom Mafuyu-Kanal zu tun, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Ich weiß es nicht. Der Schiedsrichter sieht lustig aus. Okay, auf geht's, Freunde. Ein großartiges Stadion, dieses Wembley Stadium. Und da haben wir gleich mal Aguero. Und Robben. Boah, den haben wir nicht gekriegt, schade. Und Hazard. Stark von Hummels. Meier, was war das denn? Kannst du nicht bringen. Ui, gut gespielt. Aber wir sind da. Sehr gut. Puh. Und Alaba. Boah, Gott, hat der Nerven. Oi, oi, oi. Wieder zu weit der Pass. Sehr gut. Und Alaba, wir probieren es mal über die andere Seite. Über die Reus-Seite. Schade, der Kopfball kam nicht an. Ui, gut gespielt. Touré. Oh, das Hummels richtig gut antizipiert. Und Meier. Meier braucht zu lang. Robben. Gündogan. Ball kommt nicht an. Foul. Ah. Pimmel. Koscielny mit dem Freistoß. Ganz schlecht gespielt. Aber Lewandowski hat keine Chance. Gegen diese wirklich hochkarätig gute Abwehr da hinten. Und jetzt kommt Hazard. Oh, Vorsicht. Zieht in die Mitte. Schweinsteiger ist dran. Boah. Und Kyle Walker. Schön gespielt. Di Maria. Boateng ist da. Schön. Und Meier macht das Spiel lang. Robben. Und ganz unten geht Marco Reus. Das hat er gerochen. Boah, gut. Oh. Schade. Wenn er das da mitgekriegt hätte, also wenn er das gerochen hätte. Aguero, Vorsicht. Alaba. Gucken, Schweinsteiger geht da vorne. Boah, schade. Kriegen wir da nicht hin. Leider. Hazard. Dessen Bruder in Gladbach ja für Aufsehen sorgt. Der macht da ja wirklich... sehr, sehr gute Fortschritte. Könnten ganz großer werden. Den haben die Gladbacher jetzt auch fest verpflichtet. Oh, warum kommt der Pass denn nicht an? Ach, du liebe Zeit. Boah, wichtig. Super wichtig von Alaba. Schöner Pass von Gündogan. Auf Robben. Und als Reus. Und Tor! Yes! Marco Reus. Super per Kopf. Alter.
war denn da mit dem Torwart los? War der einfach gut geschossen oder was? Hä? Weiß ich, ob der abgefälscht war oder so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Treffer zählt. Lloris sieht nicht so gut aus. Keine Ahnung, was da los ist. Aber Thema Torwart-KI bei FIFA, ne? Kennst du ja. Ist jetzt nicht die beste. So, Freunde, wie schaut's aus? Macht's ihr weiter oder was? Hat er keinen Bock mehr? Jetzt schon? Na doch. Ich glaube, der ist aber gerade nicht da, oder? Er hat einfach nur selbst gewartet, okay. Na gut. Kann er natürlich gerne machen. Steht ihm ja bekanntlich frei. Wie lange er denn wartet? Vorsicht, ihn Hazard. Hazard. Flanke ist an sich gut, aber Hummels ist da. Meier schirmt den Ball gut ab. Mit all seiner Kraft und mit all seiner Physis. Oh, gut gespielt. Touré. Klasse Parade. Klasse Parade. Und Weltklasse Bass. Pass. Oh, Philippe Louis, da hat er Glück. Da hat er Glück. Eigentlich war ich ja schon vorbei. Oh. Pass auf, Lewandowski. Oh, Meier ist drauf und dran. Schade. Meier gönne ich mal noch ein Tor. Nein. Da ist er, der Meier. Schade. Aber wir machen gut Druck. Das ist wichtig. Stark von... Oh, Meier. Starkes Spiel von Lewandowski war das gerade. So, Aguero aber alleine da vorne. Schön von Boateng. Was denn? Was denn? Na, weiß ich nicht. Würde ich gerne nochmal die Wiederholung sehen. Oh, schade. Ich habe eigentlich nicht weggedrückt. Ich hätte die gerne nochmal gesehen. Ich glaube, so ein richtiges hartes Foul war das jetzt nicht. Weiß ich nicht. Oh. Oh nein, Lewandowski. Oh. Schade. Oh. Gut gespielt. Cuadrado. Stark, Alaba. Puh, wie das gebumst hat gerade. Was für ein Stahlschädel muss der denn bitte haben? Der Alaba, ey. Macht einfach so... Puh. Ui, Vorsicht, Ramirez. Stark von Boateng. Och, Alaba, das wird jetzt nicht so stark. Boah, hätte auch besser reagieren können. Vorsicht, der kommt direkt. Beinfäller ist draußen. Nicht gut. Toller, da ist ein Spieler von mir verletzt auf dem Boden. Das ist Ian Robben. Wirkt lediert an der Schulter. Ist nicht so gut. Da haben wir ihn. An dem Pass zu Reus runter, kriegt er noch hin, oder? Oh, nee. Ganz schlecht. Ui. Vorsicht, Aguero. Ne. Okay, Torwart ein bisschen zu weit nach draußen geholt. Der Pass ist aber natürlich auch Weltklasse. Muss man echt sagen, der Pass war super. Und auch das Tor richtig gut gemacht. Ja, Weidenfeller eine Sekunde später rausgeholt. BZW eine Sekunde früher wieder reingelassen. Also den Y-Knopf eine Sekunde früher losgelassen sozusagen. Schade. Ja, okay, wir haben es verstanden, Freundchen. Das kriegst du zurück. Okay, ich glaube, bei Aguero gibt es im Moment harte Gerüchte, dass er rüber... Was geht mit der Nummer 4 da? Was war das denn? gibt im Moment Gerüchte, dass Aguero wohl irgendwie zu Real Madrid wechseln soll? Aber ich glaube, diese Gerüchte gibt es öfter mal. Meier. Ja. Robben. Lewandowski. Boah. Huch. Oh Gott, oh
am Rauscrawlen war, Alter. Oh Gott. Meier. Richtig stark. Och. Manchmal frage ich mich, wo Meyers fast, ich glaube, 85 Schuss oder so sind's geblieben sind. Also Imbasch ist der jetzt nicht im Schießen. Weiß ich nicht. Hätte ich mir so viel mehr erhofft. Oh, das ist gut gespielt. Hummels stark, ganz stark. Richtig, richtig gut von Hummels. Und Reus, oh. Wird dann natürlich auch gedrückt. Und jetzt ist Halbzeit. Ja, Moment. Also im Moment, ne? Im Moment haben wir die Klasse gehalten. Im Moment sind wir vollkommen im Soll. Wobei ich natürlich schon lieber gerne den Sieg hätte. Schön von Alaba. Oh, Meier! Oh! Was gibt's nicht? Der Meier, ey! Super Schuss von Alaba zunächst. Aber dann der Meier wieder, ey. Hat kein Glück. Da, Alex. Hat kein Glück. So, Cuadrado. Schön von Reus. Alaba geht dazwischen. Weinfeller und weg damit. Sehr gut. Lewandowski. Zu viel Platz für Di Maria. Ja. Stark gemacht von Hummels. Schön gemacht. Schweinsteiger und Lewandowski. Oh, kriegen den nicht rum. Kriegen den nicht rum. Aufpassen. Boah, gut gemacht. Was? Was? Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Ach, ist das lächerlich. Ach, ist das schon wieder lächerlich, Alter. Okay, Yaya Touré mit dem Elfmeter für den Gegner. Alter. Weißt du, ich hab die Ecke. Ich drücke in die richtige Richtung. Hab die Ecke von dem Elfmeter. Und trotzdem hält der Torwart ihn aber nicht. Das muss mir echt mal jemand erklären. Oh Mann. Na gut, auf geht's. Müssen wir halt noch ein Tor schießen. Niederlage wäre jetzt nicht so geil. Weil ich glaube, dann ist der Aufstieg auch zu Ende, ne? Oh, Reus, das war nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Schön gespielt, Azad. Eden Azad. Ey. Ja, ich wollte gerade sagen, also... Du musst doch mal geschmeidig bleiben, Freundchen. So, Pisscheck. Robben. Meier. Und Gündogan! Ja! Richtig gut gespielt. Bam! Boah! Hammertor! Alter, oh, der war schön. Richtig schön. Das zweite Mal, dass Ugo Lloris heute nur hinterher guckt. Boah, hat der gesemmelt. Oh, was kommt jetzt? Jetzt habe ich keinen Bock mehr, ey. Ich hol mal Meier raus. Der hat zwar gerade die Torvorlage gegeben, aber weiß ich nicht. Wir können natürlich auch Özil bringen, ne? Özil? Ne, wir bringen erstmal Groß für Schweinsteiger, weil Schweinsteiger macht auch immer so einen guten Job da irgendwie. Macht denn der da gerade? Robbelt der sich ein? Pass auf, jetzt kommt's gleich. Fucking German Twat. Achtung. Warte. Gleich. Kommt nix? Naja, kommt nix. So, Toni der Große und Kevin der Braune sind drin. In Game. Ah, da hätte Robben schon längst hingehen können.
Ach, das ist viel zu einfach von Hazard. Drauf da, Freunde. Ja. Oh, den hätte Weidenfeller sogar noch gehabt. Krass. So, komm schon, Reus da vorne. Ja, jetzt geht Reus. Bärenstarker Ball von Alaba. Ach, das war zu einfach zu verteidigen. Reus bleibt aber dran. Bringt nur leider nichts. Boateng. Och komm! Schön. Oh, wo. Wir standen da gerade so weit vorne im Abseits, Mensch. Was war das denn? Hör mal. Schön gespielt. Ramirez. Boah. Holla die Waldfee. Da war schon ein Schmacks dahinter. Na, ich glaube, Robben ist im Abseits. Ja. Dabei ist alles. Koscielny. Mit dem Freistoß aus der eigenen Hälfte. Na, ich verunsichere ihn. Guck mal. Er weiß gar nicht, wo er hinspielen soll. Er ist voll verwirrt, Mann. Ah, das war gut. Feier ich. Feier ich hart, Mann. Ja, genau wie den Einwurf. Der war beste. Läuft bei dir, Tupi, ey. Und das ist einer für Weidenfeller. Und haben wir Glück gehabt. Robben. Da hätte ich ihn vielleicht besser kurz gespielt. Mit Peace Cheek. Schön. Oh, es war abseits. Und es war kein Handspiel, Mann. Überall unter jedem verkackten Kommentar auf Facebook, es war kein Handspiel. So, Robben. Wunderbar auf Reus. Ach ja, Quadrado, genau. Ja, ja. Natürlich. Läuft bei ihm, ne? Alter, habt ihr das gesehen? Kyle Walker gerade. Richtig krass. Hummels! Bärenstark. Und jetzt Robben. Ich hab Angst. Lewandowski und Robben. Nicht im Abseits. Und da ist De Bruyne! Das darfst du keinem erzählen. Oh. Wieso spiel ich denn da auf Reus? Ach Mann. Ich hätte mit De Bruyne schießen müssen. Der ist weg. Oh, der ist schon wieder nicht weg. Yo, alter Quadrado, genau. Der sich erstmal gönnt, weißt du? So, Robben. Was war das denn? Was war das denn, Mann? Ah, ich hau ihn weg. Komm, sicher ist sicher. Aber was war das mit Robben denn gerade, bitte? Sah total crazy aus. Ah, total Stylo-Milo so, weißt du? Ach, ich hätte ihn kurz. Ich wollte ihn eigentlich kurz spielen. Ich hatte nur meine Hand noch auf dem Finger. Der ist da drauf eingeschlafen, auf der Taste, weißt du? Kennst du das? Ja, jetzt kommt er hier wieder mit Quadrado. Den kriegt er nicht. Vergiss es. Und De Bruyne. Groß. Reus. Pennt wieder fast ein. Ein nur für uns. Ja. Toni Groß. Reus. Flanke. Lewandowski. WTF. Was war das denn? Kriegen wir nicht mehr, macht nichts. Nochmal eine Druckphase. Pisscheck. Ah, das hat er gerochen, aber wir kämpfen uns da zurück. Oh. Ach, Penis, ey. Oh, Robben stirbt. Nix gut. Ja, und Pisscheck ist auch nicht mehr der fitteste. Das heißt, wir müssen aufpassen. Oh, 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 Freunde, pass auf. Jetzt zieht nochmal einen Angriff auf hier. Aber nicht gegen Alaba. Oh, Robben geht nochmal da unten. Hey! Wie er mich am Trikot zieht. Wie er mir am Trikot zieht. Ist doch der Skandal des Jahrhunderts. Das ist doch der Skandal. Alaba. Weltklasse. Und aus. Und unentschieden. Und Klassenerhalt. Jawohl! Wieder in die
Also ich bin zufrieden. Wir haben die Klasse gehalten. Was gibt es denn Besseres, Mensch? Alles easy. Ja, also, wie gesagt, also ich bin zufrieden mit dieser Folge von Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ja, mal gucken, was wir jetzt die nächsten zwei Folgen noch schaffen. Schaffen wir den Aufstieg? 2 Siege in Folge? Na, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was passiert in der nächsten Folge von Let's Play FIFA 15 Ultimate Team morgen 15 Uhr. Bis dahin.